Endlich Level 10 auf 11 im Ingenieur mit meinem Hauptaccount mit extra dafür angelegtem Skin. Ich zeige dir mal kurz, was es ist, weil die Frage sowieso immer wieder kommt. Wir haben hier einen Helm Safariland Protect Delta X bedeckt in Olive Trap. Wir haben eine Weste Cry AVS bestückt, ebenfalls in Olive Trap. Wir haben Energy Schlaghandschuhe in Olive Trap. Die Combat Hose Cry G4 in Multicam, wie heißt das, Night? Black, Multicam Black. Wir haben die verstärkten Stiefel in Schwarz, oder ist das ohne Farbe? Ist ohne Farbe. Headset, die Revision Snowhawk ballistische Vollschutzbrille ohne besondere Farbe, den 5-11 Rush 24 Backpack in Olive Trap, das Einsatzhemd Cry G4 hochgekrempelt in Multicam Black, die Totenkopf Sturmhaube ohne besondere Farbe und den Ghost Recon Insignien Aufnäher. Und hier das ATN PS15 Nachtsichtgerät und nach Nahkampfwaffe ist sowieso egal. Gut, haben wir das geklärt. Dann gibt es hier eine Sache. Und zwar habe ich mit diesem Account, also mit meinem Hauptspeicherstand, wohl schon ein paar Aufgaben davon gemacht. Ich muss das mal noch anpinnen hier. Und zwar habe ich schon die zwei Gegner aus mehr als 150 Metern Entfernung mit einem Schuss aus dem Granatwerfer schon erledigt und schon 25 Gegner auf Golem Island getötet. Ich wollte das jetzt aber nicht nochmal komplett neu machen, deshalb mache ich jetzt einfach hier die Gegner mit dem Granatwerfer. Das mache ich einfach so. So als... tun einfach so, als wäre die Aufgabe noch nicht erledigt. Jetzt ist es. So. Also. Alles gut. Gut, und dann als nächstes reisen wir natürlich auf Golem Island. Gehen wir wieder dahin. Oh, ich bin im Kampf. Dann töte ich mich einfach schnell. Huch. Das war der Luftschlag. So geht's natürlich auch. Einfach damit ich nicht mehr im Kampf bin. Und dann gehen wir wieder zu dieser Basis auf Golem Island. Wobei, nee, tun wir gar nicht. Wir gehen direkt zur Satellitenschüssel, müssen wir, ne? Die Satellitenschüssel auf Golem Island, die ist hier. Haben wir hier einen Biwak in der Nähe? Oh, natürlich nicht. Och, Mann. Also Biwaks gibt es hier auf Golem Island echt zu wenig, finde ich. Hier ist diese doofe Schlucht. Da ist der Heliport. Wir könnten einfach... wow, es blitzt und donnert hier bei uns im Moment gerade. Ich könnte dahin und dann mit dem Auto da runterfahren. Oder schauen, ob es... hier gibt es einen... na Gott, naja, ist auch nicht richtig. Ob es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, rüberzukommen. Ich mach das einfach. Ich guck mal, ob es da eine Möglichkeit gibt, darüber zu kommen. Und dann sehen wir, ob wir vielleicht doch zum anderen Biber gehen. Steht da mit Schusswaffe? Nee, nur töten die Gegner auf Golem Island. Aber hier steht doch ein Auto. So. Wow. Oh Gott. So. Da haben wir es. Gut. So. Fahre ich auch in die richtige Richtung? Jawohl. Gut. Gut. Das Gefühl, ich habe ultra wenig FPS. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Kack-Fahrzeugsteuerung.
Wobei die FPS jetzt hier im Moment auch wirklich nicht gut sind. Da oben kommen wir rüber. Da hinten. Da kommen wir rüber. Ich habe die Helikopterpatrouillen hier noch nicht aus, oder? Ne, die sind klassisch. Okay, wenn der Helikopter uns jetzt erwischt, dann mache ich die aus. Kann man hier auch rüber? Keine Ahnung. Und das hier ist ja der Eingangsbereich. Ich gucke mal gerade mit der Drohne. Wenn ich hier mit dem Fahrzeug drüber könnte. Es kann natürlich passieren, dass ich dann da abstürze. Das wäre natürlich doof. Oder hier. Da hinten ist eine Brücke. Da. Da fahren wir hin. Das ist dann auch näher am Dingens. Ich gucke mal gerade auf der Karte. Ach, das ist genau hier, wo die... Na toll, hätte ich mir eigentlich denken können. War einfach zu lange nicht mehr... Prima. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Immerhin müssen wir nur noch 15 Gegner hier töten, weil ich da schon aus Versehen ein bisschen vorgearbeitet hatte, scheinbar. Und ja. Ups. Blöde Ziege. Leckt an einem Stein. So. Weißt du was, komm, ich fahr einfach. Ich hab jemanden in Sicht. Hast du gar nicht. Halt die Schnauze. Sorry, aber Funker dürfen nicht leben. Ich weiß jetzt leider nicht, wo die Satelliten... Da ist sie. Hab sie gefunden. Schalte einfach drauf. Ja. Ich finde es auch so ein Ding, dass es einfach hier in den Ghost Recon-Spielen keine Visiere für Pistolen gibt. Ich meine, ist nicht unbedingt üblich, ne? So, aber hey, wenn, es gibt die Dinge. In der Satellitenschüssel. Ohne Schaden zu nehmen. Ich habe die Tarnung hier ja komplett aufgelevelt. Groß, würde ich sagen. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das zählt. Okay. Hat gut funktioniert. Also gegen Heavies sind die nicht so gut. Also Granatwerfer. Hätte ich mir eigentlich denken können. Also sind wir mal ehrlich, hätte ich mir denken können. Wo bin ich denn jetzt? Da. Kurz orientiert. Ein Haufen Ziegen auf Golem Island, ne? Oder Witter, Böcke, was auch immer. Ziegenböcke. Dein Kontakt in diesem Gebiet. Moin. Na, Meister. Wie wird eigentlich ein Deutschländer gemacht? Ich weiß nicht, was mit meinen Werbesprüchen gerade los ist. Frag mich nicht. Erstmal gucken, wie es mit einem direkten Treffer aussieht beim Heavy. Nur warten, bis er kommt.
muss ehrlich sagen. Aufgelevelte Tarnung mit dem Granatwerfer. Nice. Ich meine, es sind Gegner, ne? Aber ich glaube nicht, dass die hier zählen. Für die 8. Weiß auch nicht, wie viele das jetzt schon waren. Kontakt in der Umgebung. Brauche ich. Ich höre keinen mehr. Fällt gerade ein und auf, dass es gar nicht so eine gute Idee ist, was ich hier mache. Huch! Brauche Deckung! Denn wenn die Munition leer ist, habe ich ein Problem. Wir haben Feuerfreigabe! Wenn ihr jemanden seht, dann muss ich wieder zurück zum Biwak. Ja, wo ist der hin? Wir müssen rausfinden, wo der Feind sich versteckt. Der Feind ist hier! Muchachos. Habe ich mich eigentlich selbst verletzt? Nee, habe ich nicht. Gut. Sind wir gespannt. Nein, findet den Feind bitte nicht. Feind hat nämlich gar keine Lust auf euch. Lasst euch bitte vom Feind finden. Viel toller, als den Feind zu finden. Lasst sie bloß nicht entkommen! Ja? Irgendwo. Wenn ihr jemanden seht, legt ihn um. Arbeit! Versteck! Oh, es hat tatsächlich gezählt. Es hat gezählt, Freunde, es hat gezählt. Es hat gezählt. Wie geil ist das denn? Also wir müssen gar nicht in die Satellitenschüssel, also oben drüber, sondern es reicht schon hier im Gebäude. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Brauchen wir nur noch ein paar Gegner, dann haben wir es. Nice. Ich freue mich. Richtig cool. Wenn sich jemand zeigt, hey. Ich Himmel! Hey. Okay, es hat funktioniert. Er ist umgefallen, ich allerdings auch. Also sind Granatwerfer doch gut gegen Heavies bei direkten Treffern. So, dann brauchen wir noch zwei Gegner, dann haben wir's. Perfekt. Ist ja egal, wo die sind. Ich guck mal gerade mit der Drohne, da irgendwas patroniert oder so. Weißt du was, da hinten die? Komm, machen wir gerade die. Wobei die da sind, ne, ist gleich weit entfernt, denke ich. Achso, ja, ich habe übrigens die Stoner Kompakt jetzt hier ausgerüstet. Das ist LMG. Der einzige Unterschied zur normalen Stoner scheint zu sein, dass die Stoner Kompakt eine Sekunde schneller nachlädt. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe die Waffenmeisterstufen hier noch nicht geändert. Mache ich das mal gerade schnell? So. Gut, der Rest kann bleiben. Lasert aber jetzt auch, oder? Oh ja, die lasert. Haha, geil. So, wir haben noch einen Gegner auf der Liste. Das heißt, ich muss einen töten und dann mich dann töten lassen. Sonst sind wir nämlich wieder eins drüber. Komm raus. Schade. Wäre schön gewesen, wenn ich den hätte noch können mitnehmen, aber